So, grüßt euch Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr wissen wollt, was heute Abend noch so abgeht und was es bei uns zu essen gibt, dann bleibt jetzt einfach dran. Viel Spaß! Ja, das Lager ist fertig aufgebaut. Hier seht ihr unsere Schlafplätze. Und der Hund hat sogar sein eigenes Zelt heute mal. Und hier hinten ist die Feuerstelle. Soll heute noch wechselhaft bleiben vom Wetter her, soll immer mal noch ein bisschen regnen. Deswegen haben wir hier extra noch einen Tarp aufgestellt und ja, sind jetzt noch ein bisschen am Feuerholz machen und dann werden wir uns langsam ums Essen kümmern. Leck die Katze am Arsch. Dann setzt das Ding hier so rum. Alter, eckiger Fleisch. Wie viel war das letzte Mal? Nee, 600 Gramm. Oh ja. Alter, Gewalt. Oh. Ich halte noch blöd fest, ja. Stell mich hin. So, unser Abendessen hängt am Spieß, frisch gejagt, schon fertig, einmariniert, erlegt das Ding. Und das hängen wir jetzt über die Flamme und dann wird das schön langsam gegart. So, weil das Stück Fleisch natürlich nicht alleine gegessen wird, gibt es noch leckeres Stockbrot. Und da spießen wir uns jetzt mal was auf, würde ich sagen. Stockbrot mit Schinken bitte. Ja, mit Schinken. Da ist nur Soße drauf. Nee. Drehen wir andersrum. Kann ich nicht.
Ja, geht. Ja. Ist wohl warm. Das ist ein Stück Sparte. Das ist ein Stück Sparte. Mmh. So, auf zur ersten Runde. Also schmeckt das gut. Da hinten noch mal ein bisschen was nachlegen, oder? Ein bisschen fester, ja. Ein bisschen hell machen. Ganz schön heiß. So, wir lassen es uns jetzt noch schmecken ordentlich und dann werden wir noch so ein bisschen am Feuer sitzen und verabschieden wir uns jetzt schon mal, sagen schon mal gute Nacht und bis morgen. Macht's gut. So, schönen guten Morgen. Ja, hat die ganze Nacht durchgeregnet. Jetzt hat es gerade ein bisschen aufgehört. Patrick ist schon am Feuerholz zusammensuchen fürs Frühstück. Und ja, wie gesagt, alles nass. Aber ich denke mal, wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Ansonsten war es eine gute Nacht. Nicht zu kalt und schön ruhig, bis auf den Regen. Ja, jetzt erstmal aufstehen und dann Frühstück machen. Los geht's. Läuft.
trotz Dauerregen. Wird das mal nicht das, hä? Ja, komm, hier. Komm. Hier. Komm. Die Reste vom Fleisch tun wir jetzt gleich noch mit ins Rührei mit rein. Leute, ihr müsst rausgehen, macht euch ein Feuer an, kocht was Schönes draußen. Schmeckt dreimal besser als daheim. Mmh. Ah, da ist auch ein Hüffel drin. So, wir sind am Ende mit unserer kleinen Übernachtung hier im Wald. Wenn es euch gefallen hat und ihr kein weiteres Video verpassen wollt, dann gerne meinen Kanal abonnieren. Wenn irgendwie Fragen sein sollten zur verwendeten Ausrüstung, die wir hier benutzt haben, dann einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal und geht raus. Viel Spaß draußen. Macht's gut.